Schrank. Ja, dann Das ist dann so ein Zweiergruppen in der W sind. Dann gehen wir so Oblika an die Insel Zweiergruppen, die da oben so gesagt Also ich weiß leider die 10 vom Keller. Also ich mal wissen, wie das Programm aufgebaut ist. Ich habe hier den E-Programm vom Modeler, wo ihr ein Top-Gen dran animiert, modelliert und dann den E-Programm der Layout, wo ihr dann animiert. Ich mal sehe ich halt zum Modeler, da habe ich verschiedene Teile eben den Top-Gen aufgedeckt. Hier ist zum Beispiel die Mauern und Treppen vom Keller. Und dann eben die verschiedenen Top-Gen, die draufstehen, natürlich durch und in Stuhl. Frigo, den Obers und Eidlers, heiße Regale, ja, halt verschiedene Objekte. Und zusammen geht das dann an der 10 das Torbild. Das heißt, wo ein alle Objekte platziert wird, da den dann noch kann den Charakter zum Beispiel dran animieren, wo ich auch kann ein Beispiel weisen. Dass die Kamera so aus dem grünen Bildschirm rauskommt, wohin oder nicht, wo man so eben Traveling drauf setzt, wo ihr Bild drauf könnt. Also ich weiß nicht, ich glaube, wie ich ein New York noch gemacht habe. Also ich finde, ich habe auf Google einfach ein Bild von Manhattan geholt, von oben. Und dann habe ich am Modeler einfach die einzelnen Gebäude so rausgezogen. Und dann drüben einfach eine Textur. Und dann habe ich so für die Zähne von weitem dann. Anfangen nur machen ja von Manetten. Und das ist immer, also das Ganze ja gemacht und das sieht direkt gut aus weiter. Und da wollte ich auch noch weisen, Taus von unserem Charakter. Dann habe ich auch schon die Taus selber modelliert am Modeler. Da sitzt. Und ich ganz normal modelliert, just Mauern und Fenster. Und dann habe ich am Layout. Und ich habe mit dem Instancing Bläder drauf gemacht und Büsch rundherum. Das ist sehr gerecht und dann das gesagt, direkt wie das. Ich war ausschließlich für die Personagen zuständig. Und ich habe zum Beispiel den Hauptcharakter von der Szene von New York. Und mir hat gesagt, das ist ein Iron Man. Und das kennt ihr hier, dass ich den Tag wieder einen Iron Man geguckt habe und mich darin inspiriert habe. Schon hei, für Personagen, einfach die schon fertig sind. Da das zum Beispiel den Hauptpersonage von Russland an hei neben drin, den anderen Sekundärpersonage. Und die Personagen haben ja am Modeler gemacht, das ist eben das Programm, wo ein Objekt all möchte. Und die gehen an Layers gemacht, dass sie verschiedene Kuschen kennen, so so. Ich habe mal einen ganz normalen Körper angefangen, den ich gemacht habe. Und nur habe ich anhand von dem Körper eben die verschiedenen Teile von den verschiedenen Personagen modelliert. Aber wenn die dann alles zusammen hält, dann hört ihr seinen fertigen Personage. Und ich kann vielleicht eine kurze Weise, wie das geht. Das man modellieren. Also ich fange den immer mit einer Küche an. Und mit den verschiedenen Tools, die wir haben, können wir den Objekt, den wir haben, eben deformieren. Können Punkte auswählen, surfassen oder so weiter. Wir können auch subdivisieren. Noch mehr Details dabei fügen und
so ein Stand Personage gemacht, hallo, und ich sind dann an der Layout gegangen. Für das dann alles texturisieren, die Farben dann alles top machen und versuche die so realistisch wie möglich hinzukriegen. Ja, der 10 von Moskau. Und bei dir müssen wir ein weißes Haus machen, dass du den Regierungssitz von Moskau wissen und die Dekor von Moskau rundherum. Da sind eben nicht nur ein weißes Haus gesagt, mir auch ein bisschen Dekor, ein Busch, und ich gemacht mit Instancing. Und dass eben dann am Modler alles zusammengebaut gehen und dann haben wir assembliert an einer inscher Größe 10. Von der dann, wo bis sie mich noch guckt, gesagt dann eben noch, die Insel zerstört Häuser, du, wo die im Moment noch die Küste sind, das haben wir durch. Und eigentlich als Kamera View High Oslo. So, da sind Vladislav gesagt, den da rauskommt, dass das ein MDD, die wo ihn eben raustrüppelt an die Inselpersonagen und eben noch ein MDD, wo sie da loderierte Namen hier werden. Und die sind zeitversetzt alles. Gesagt dann noch so aus. Und heuer ist dann 10, hallo fertig, animiert. Also ich weiß nicht, ich lenke weißt Haus bis mir im Detail. Da sind nur gefangen, da ist schon gefangen, wo ich mit Plan, was es wirklich geht, das umzurechnen. Eben alles Dimensionen, wie wir wollen. Da ist gefangen mit Kosten, wie so viele Modeler. Und das ist die Basisstruktur vom Weißen Hausenstern. Du hast das heißt, Gebäude dabei kommen. Alles, alles sind dann immer mehr Details wie Grasen und Trappen für Rupp, Sprungbohrbeikum, Pachten, Trappen, ganz fertig. Die Fischzeit, wahrscheinlich auch eine Mauer rundherum. Ich modellieren für Russland und animieren für China matt. Ich schon am Moment sind schon am Objekt von der Kathedrale zu Moskau, die auch noch nicht weiter texturisiert. Die aus, habe ich dann für verschiedene Wien. Die verschiedene Wien. Und habe ich dann an der Perspektive geguckt, wie jeden in das Ganze, dann wie groß das ist. Das hatte ich für dich auf einer Halte, auf einer Plan geguckt und auf hier auch. Und dann hat er den Hintergrund gejagt und hat gesagt, den Anfang hatte ich den Hals geschafft, hat nur rüber gespiegelt, dass es schön symmetrisch ist. Und dann noch eine Hälfte, wo ich für dich kleine Sachen möchte und die dann immer im Rekopiert verändert und hat nur das Ganze zusammengesetzt. Da habe ich dann die Feuerwehren und habe ich dann um Fullscreen. Wie das Ganze dann ausgesehen, ohne noch irgendwie viele Texturen drauf. Gleichzeitig habe ich aber auch noch für den Baum hier ein Zimmer, wo ich ein Büro modelliert habe. Ich habe dann auch die verschiedenen Etappen für dich und die Leute gemacht. Dann noch die Map hier drauf, die Ständer von der Lucht, die Schirm von der Lucht. Noch ich habe schon mal die Stifte gekriegt. Schöne Büro zu jungen. Gleichzeitig schaffen wir aber nur noch um Dingens für China. Da sind schon gang ein 10. Modell zu animieren. Relativ zum Schluss. Das ist ein bisschen mehr groß zum Dekor, den du hört. Habe ich den dann wieder ganz texturisiert ausgesehen. Also ich bin hier im Gang in der 10 von China zu schaffen, nachdem es da eben Meteoriten den Dorf an Hauptstadt, nur von der Hauptstadt von China zerstört wird, gehen eben Bewohner von dem Dorf an die Stadt für Lebensmittel an, um Sachen zu sichern für ihr Dorf abzubauen. Und hier dann zum Beispiel kann ich
Standaussicht gewirrt. Hanno am Film dann ausgesagt, was sie dann um Wesi für die Stadt zu gehen. An dem Movement von den drei Charakteren, die sie mit Never in Motion gemäht haben. Hier ist ein kleines Preview davon. Und es sind auch andere Szenen, die ich animiert habe, die sind ganz von Hand gemäht, zum Beispiel, wo sie ganz am Schluss von unserem Teil vom Film, da ist eben die Situation, dass ich von ihren Membern sozusagen eine Diktatur möchte. Und da also eben, wenn ich dann animiert, wo zwei Leute mit mir schwätzen, und da das ganz von Hand gemäht, da das. Hi. Voilà. Da, wo sie dann mit mir schwätzen, dann die eingetragen ruf. Und da schwätzen sie mit denen und dabei dreht die Kamera auf den Platz, wo dann Herr hier an dem Bereich, entweder auf der Brücke oder ein bisschen neben drunter, das wissen wir nicht so genau, dann eben die Frau steht, dann die anderen Leute dann richtig kommandiert, was sie da sollen machen. Und das ist dann eben die Ausspielung darauf, dass sogar nur so eine Katastrophe, dass dann einfach immer Leute gehen, die da wollen. Die Kommando unwählen. Ja, und dann kann ich nach Heikels weisen. Terrain, wo sie dann drüber gehen, die ich auch selber gemäht habe. Da fehlen eben da logisch Beam, die gehen halt oben am Layout und die dabei gesehen. Erst dann eben den Terrain mit dem kulturellen Gebäude, das ich auch gemäht habe. Eben just das war den Brauch für Hanno, Hai, die fertig, wird Hanno eben am Film gewiesen wird, für die fertig Szenen dann können zu machen. Ich bin bei New York auf die Modelle genannt, zusammen zu setzen. Dann habe ich zum Beispiel in der von meiner Airbusischen die Drohnenmodelle ja dann abgebaut. Ich habe mein Bild vom Internet geholt und dann noch gebaut. Die sieht ja an 3D aus. Die gut, ich schon ein bisschen bei Airbus, heißt mir eine Version davon. Die sieht so aus und dann habe ich einfach zum Beispiel den Auto modelliert, texturisiert, den noch am Film. Gebraucht geht. Und nebenbei habe ich dann noch nach am Layout geschafft, dass ich die Szene zusammen gesagt an animiert. Und das heißt zum Beispiel ein Beispiel: den Personage könnt ihr euch in den Keller rob. Ich habe da ein Preview gemacht, dass der Schäufel schläft. Das ist mit Never in Motion gemacht. Ich habe einfach einen Mocap drauf gesagt und dann. Muss das Personage dann die Bewegung noch? Also, ich war zuständig für China als Gruppe und auch für das Storyboard, die weiß die Zeichnung. Das heißt, schon anhand von den Szenarien, die wir zusammen geschrieben haben, und ich dann Bilder gezeichnet, die Hilfe sollen, die verschiedene Kameraperspektive besser am Layout zu machen. Teil habe ich dann natürlich auch animiert. Und die heutigen Szenen, das ist nachdem China hier dürfen verlassen und für dann an der Stadt nur Sachen zu sich für in der Dürf aufzubauen. Und sie sind da getrennt. Und in meiner Szene könnte dann zu einem Streit. Und dabei ist sie dann an dem heutigen Gebäude.
sind dann einmal den heutigen Personage. Und den zweiten den Hai. Und jetzt habe ich dann auch mit Never Motion gemacht, wo ich dann Motion Capture Personage gesagt habe, dass sie sich wie in einem Kampf bewegen. Ja, kompliziert und das erzählen, weil natürlich, dass ich dann zwei Personagen habe. Ich müsste da so platzieren, dass es einigermaßen kohärent ausgesagt. Also ich arbeite in Moskau und in der Teil soll das hergehen. Ich habe also ein Workcycle gemacht, so verschiedene Schritte, die dann in den hängen können. Und du gesagt habe ich, das ist immer der Zeit, wie ich das. Weil ich den Schritt, und den Schritt individuell zu machen. So, lo, warte mal, das nächste Schritt fertig. Und dann wieder Hölzchen machen, dann gesagt den. Ich habe da immer so gestaltet mit den Frames, dass das immer nicht passt. Genau die erste Position. Und dann habe ich noch vielleicht experimentiert, weil du hast ein Auge aus dem Metro. Und ich habe probiert, wie dann so die Kopf zu drehen, dass man dann hier guckt.